Willkommen zurück für einige äußerst erfolgreiche Action auf NC Sports Weekly News. Und die Emotionen kochen diese Woche hoch. Von einer globalen Live-Sendung zu einem Horrorfilm. Mick Fanning holt diese besonderen australischen Muskeln hervor, um einen dramatischen Haiangriff beim Jamie Pro-Finale in Südafrika zu überleben. Italien und Argentinien feiern, als Azzurra die Flotte in Mallorca zähmt, um den Puerto Portals 52er World Championship-Titel zu erobern. Das Mittelmeer spielt Camas und Groupama-Streiche. Chefkorrespondent Sebastian Destremo berichtet von der Tour de France Voile in Guissan. Kitefoiling und Formula-Kite überschwemmen Süditalien. Nokia holt sich alles, während Kalinina ihren 18. Geburtstag mit einer Weltkrone feiert. Hintergrundreorganisationen treffen die Pro-Kite-Welt, als die IKA sich offiziell von der PKRA und Richard Bransons neuer VKWC trennt. NC Sports, tauchen Sie ein in die Action. Für die Hunderte von Fans am Strand und die Zehntausenden Fans, die aus der ganzen Welt zuschauten, war das Finale zwischen Fanning und Wilson eine ganz australische Angelegenheit. Der Höhepunkt des jährlichen WSL-Klassikers hier in Südafrika. Plötzlich jedoch verwandelte sich die Sportsendung vom Sonntag von der Jeffreys Bay Pro in einen globalen Live-Horrorfilm. Die große graue Rückenflosse tauchte hinter Mick Fanning auf, mit einem gleich großen Schwanz. Das Biest kreiste ihn schnell in Angriffsmodus an, als ein furchterregendes Stöhnen auf der Küstenlinie widerhallte. Ein Adrenalinschub setzt den Surfer Mick in Gang, er schwimmt weg und schlägt zurück, als eine Welle den Vorhang vor die Sensation eines Lebenskampfs schließt. Ich saß einfach da, kurz davor, mich zu bewegen, und dann fühlte ich, wie etwas schnappte oder sich in meinem Beinseil verfing. Ich sprang sofort weg und dann kam er einfach immer wieder an mein Brett. Ich kickte und schrie. Schrecken setzte ein, aber es gab keine Zeit für Panik. Fanning tauchte wieder auf, von seinem Brett wegschwimmend, und dreht sich für einen zweiten Angriff herum. Die Wassersicherheitsteams sind makellos und waren in 33 Sekunden an Stelle. Wie durch ein Wunder ist Mick unversehrt, erschüttert wie Jason, aber erstaunlicherweise völlig okay, wie jeder andere auch. Ich habe nur Flossen gesehen. Die Zähne überhaupt nicht. Ich habe darauf gewartet, dass die Zähne dort rauskommen, als ich geschwommen bin. Etwa so. Ah! Eine häufige Ansicht auf diesem Gewässer haben Berichten zufolge zwei große Haie den überwachten Sicherheitsumkreis durchbrochen. Die Sicherheit an erste Stelle setzend, sagten die Offiziellen der WSL-Veranstaltung letztendlich das Finale ab, mit beiden Athleten den zweiten Platz holend und das Preisgeld aufteilend. Die Töffer selbst, die einfach nur dankbar dafür sind, dass sie lebendig zu ihren Familien und Freunden zurückkehren konnten, verarbeiten jetzt immer noch diese noch nie dagewesene Veranstaltung, welche sicherlich die ganze Profisegelgemeinschaft aufgeschüttelt hat. Mehr Updates in den nächsten Ausgaben von NC Sports. Team Azzurra dominierte letzte Woche den Rest der Flotte in Mallorca, um die 52. World Championship 2015 zu erobern, mit noch einem Rennen, das übrig bleibt. Die argentinisch-italienische Gruppe, angeführt von den Römers-Brüdern und mit Kapitän Guillermo Parada, baute herrlich Konsistenz eine große 14-Punkte-Führung auf der finalen Punktetafel auf und mit einem 7. Platz als ihr schlechtestes Ergebnis in den hier in den Puerto Portals gefahrenen 10 Rennen. Dies ist auch der erste TP52er-Welttitel für Azzurras Veteran-Taktiker Vasco Vascotto, aber dies bedeutet auch seinen 25. Hauptweltsegel-Meisterschaftstitel. Fünf Mannschaften kämpfen um die noch übrigen Plätze auf dem Podium bei fast gleichen Punkten. Mit Sebastian Koll in der Strategie und Besitzer H. Müller-Spreer am Steuer holte sich Deutschlands Platoon den 2. Platz dank dreier wichtiger Siege. Ein überraschendes Finale für Owner-Driver Eugene Imre, der auch 3 Runden gewann und als Dritter auf Proveza das Rennen beendete.
Das neue türkische Team drängte das schwedische Kraftwerk Run zurück und Segellegenden wie John Kostecki und Kevin Harab auf UK's Allegre oder sogar die Amerikaner Ed Baird und Adrian Stead auf Quantum. Die 52er Super Series 2015 wird hier in Mallorca fortgesetzt für die 34. Ausgabe der Copa del Rey, einem spanischen Klassiker, Anfang August. Das Mittelmeer spielt Groupama schmutzige Streiche, dem unbestrittenen Führer seit dem Start der Tour de France à la Voile. Während seiner Führung während des Küstenrennens in Gruisson entschied Groupama, Offshore zu gehen und beendete das Rennen schließlich auf Platz 19. Spindrift gewinnt das Rennen, aber indem sie sich den dritten Platz schnappten, werden Combi West die neuen Anführer der Tour de France. Wenn du im Mittelmeer ankommst, musst du die Art, wie du segelst, verändern, da man sich dort über nicht sicher sein kann. Man kann subtile Unterschiede des Winddrucks haben, nur wenige Meter voneinander entfernt. Am Montag hat Groupama wieder einmal Probleme. Die Mannschaft, die das erste Stadionrennen anführt, entscheidet für sich eine weitere Runde. Die Mannschaft verbringt den Rest des Tages in einer Schadenskontrolle-Modus. Als Zweite des Tages festigen Combi West ihre Führung dank ihrer Beständigkeit. Combi West consolidates its leadership thanks to its consistency. Wir profitierten von einigen guten Chancen. Wir müssen versuchen, an der Spitze der Gruppe zu bleiben. Das Spiel ist weiterhin offen. Die Tour endet in Nizza am 26. Juli. Die Profis der IKA flogen zur Fäuling-Revolution und trafen sich letzte Woche in Süditalien für den ersten von vier Zwischenstopps der 2015er Kite-Foil-Goldcup-Tour. Monacas Maxim Nocher und führender Formel-Kite-Weltmeister beherrschte absolut das Feld. Er eröffnete so eine große Führung für die Gruppe, dass er einen frühen Sieg schnappen konnte mit zwei noch zu fahrenden Rennen. Die goldene Flotte fuhr auf einer Rennstrecke mit zwei Etappen bei 9 bis 12 Windknoten mit 18 Meter großen Kites und Team France holte sich die verbleibenden Plätze auf dem Podium, jeweils mit Alex Mazzella und Julien Kerner. Die Tour wird am Ende des Monats in San Francisco weitergehen. Das Windfest auf Gizerias Hang Loose Beach ging dann ohne die Foils weiter mit den IKA 2015 am Formula Kite World Championships. Und Maxim Nocher schaffte es wieder einmal und holte sich diesen Titel am Wochenende. Aber dieses Mal erst nach einem knappen Duell mit Oliver Bridge, der sehr für eine Disqualifikation von der Jury im vorletzten Rennen bezahlen musste. You can win all the race and just lose the finale day of the competition, so... Das Ziel schon im zweiten Jahr in Folge verfehlend, landete Oliver aus den USA, das 17-jährige Wunderkind und Sohn der Pro-Kite-Legende Steph Bridge, auf dem zweiten Platz mit einem Unterschied von nur 5 Punkten auf der Gesamtpunktetafel vor Polens Blażej Ordzok auf dem dritten Platz. Ich bin glücklich, weil wir viele Rennen hatten und es war hart für mich, weil Steph ein wirklich starker Renner und Segler ist. So, ja, wir hatten einen großen Kampf auf dem Wasser, aber ich habe es sehr genossen. Weltmeisterin und Mutter Stephanie war in der Tat selber in einem Kampf der Generationen auf der Frauenseite gefangen. Sie wurde ebenfalls Zweite. Auf ihrem Weg war ein weiteres junges Talent in Russlands Elena Kalinina. Ihren 18. Geburtstag hier in Italien mit 13 Siegen in 19 Rennen und der Krone der 2015er Formula Kite World Championship feiernd, Landsmann Anastasia Akopova vervollständigte das Podium mit einem weiteren entfernten dritten Platz. Es scheint, als ob Richard Bransons kürzliche Wette mit der Übernahme der PKRA, der Professional Kite Racing Association, nach hinten losgegangen wäre.
Nach einer harten Aussage zufolge, die letzten Sonntag veröffentlicht wurde und eine materielle und anhaltende Verletzung des bestehenden Vertrages behauptet, hat die International Kiteboarding Association den aktuellen Vertrag mit der PKR beendet. Berichten zufolge nach fruchtlosen Verhandlungen, welche damals im September 2014 begonnen hatten. Diese ziemlich frühe Scheidung, die diesen aufkeimenden Profisport wahrscheinlich wie einen Tsunami treffen wird, kann möglicherweise für einen Bruch zwischen den Rennstrecken, Athleten und Veranstaltungen und am wichtigsten den nun sehr verwirrten Sponsoren sorgen. Die IKA ist die höchste Autorität in der Disziplin, ein anerkanntes Mitglied der ISAF und sie führt die globale Bewegung an, um olympischen Status zu erlangen. Effektiv die neue Liga verbannend, gibt die Veröffentlichung an, dass weder PKRA noch ihre neue Inhaberschaft, zurzeit bekannt als Virgin Kites of World Championships, dazu in der Lage sind, weitere Tourveranstaltungen durchzuführen. Mit den Veranstaltungen der PKRA sich nicht länger für die IKA Kiteboarding World Rankings und Weltmeisterschaftstitel qualifizierend. Mehr von dieser andauernden Geschichte in den nächsten Ausgaben von NC Sports und besonders mehr aus den Reaktionen von dem Branson Virgin Lager. Mit Veranstaltungen in Japan, Großbritannien und Italien in den letzten Monaten bekommt die neue Rennstrecke der Fäuling-Generation, ausgedacht von den nun auch Jugendsegeln-Gurus Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher, weltweite Aufmerksamkeit dank einer brandneuen Sorte an zukünftigen Profiseglern. Die Sportdirektoren der Series, zweifache Olympiameister und diejenigen, die verantwortlich für den Youth Americas Cup 2017 sind, waren selbst von den Ergebnissen dieses experimentellen und herausfordernden neuen Rennformats beeindruckt, mit Teams, die zwischen vier fäulenden Katamaranen in vielen Knockout-Spielen abwechseln. Junge Segler fahren auf den 18 Fuß großen Flying Phantoms mit J-geformten Schwertern, die Geschwindigkeiten von bis zu 35 Knoten erreichen können. Die 18-jährigen Owen Bowerman und Morgan Page haben die britischen Qualifikationsrunden in Wimmers Portland bestanden. Dann schlugen Matteo Pilati und Francesco Rubagotti ganze 50 andere hoffnungsvolle und talentierte italienische Mannschaftsmitglieder auf dem Gardasee und gewannen das Finale in Malcesine. Sieben Länder werden 2015 Regatten veranstalten und die nationalen Gewinner qualifizieren sich für das Red Bull Foiling Generation World Final 2016. Lasst euch mitreißen auf Nautical Channel für eine komplette Aufnahme der Kite World Championships und dem Kite Foil Gold Cup in Gizeria. Verpasst nicht die nächste in NC Sports Top Story, Premiere an diesem Samstag um 19 Uhr mit allen Hot Top Highlights, den Ergebnissen und den Interviews und alles von der andauernden IKA-PKRA-Trennung, die die Welt des Kitesurfens erschüttert.